Bonjour, hello und hallo, herzlich willkommen. Sprechen Sie Deutsch? Perfekt. Herzlich willkommen im Europapark Rust, dem Freizeitpark in Deutschland. Schön, dass Sie den Weg heute zu uns gefunden haben. Wären Sie so freundlich und würden mir einmal kurz Ihr Ticket zeigen? Vielen Dank. Ach, direkt ein Zweitagesticket. Das ist smart. Das ist sehr smart. Ja. Oh, ich kann Ihnen sagen, Sie werden es nicht bereuen. Das muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Achten Sie dabei, dass das Ticket nur 7 Tage gültig ist, ja, nach dem Ersteintritt. Das bedeutet, Sie sind heute zu uns gekommen. Und ab jetzt haben Sie 7 Tage Zeit, ein zweites Mal reinzugehen. Nein, Sie müssen nicht morgen. Weit verbreiteter Irrglaube. Sie können auch übermorgen oder überübermorgen. Aber gültig nur in der Saison 2021 und nur 7 Tage nach dem Erstbesuch. Genau. Und natürlich ist die Karte aufzubewahren und ganz wichtig dabei auch noch, die ist nicht übertragbar. Korrekt. Korrekt, genau. Das sieht alles gut aus, dann bedanke ich mich. Da wir es momentan mit dem Wetter ja so schwankend haben. Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Bosses. Eine Flasche Wasser. Für Sie umsonst. Das ist bio-spritzig. Also hier ist Kohlensäure drin. Wenn Sie eine Flasche ohne Kohlensäure bevorzugen, so bitte ich Sie gleich zu einem meiner Kollegen oder Kolleginnen zu gehen. Und hier mal nach einer anderen Flasche zu fragen. Wir haben auch welche ohne. Ich habe gerade nur die hier, deswegen. Genau. Aus dem Haus Apollinaris oder dann im Großen gesehen von der Coca-Cola Company. Vio. Ja, wir haben einen Deal mit denen. Ja. Ein Deal, dass wir uns unsere Gäste, immer halt mit Wasser ausstatten können. Ganz wichtig, das Ganze ist für eine natriumarme Ernährung wunderbar. Und es ist natürlich, Sie sehen das hier, aus 100% recyceltem Material, diese Flasche. Das bedeutet, der ökologische Fußabstumpf vor allen Dingen. Der ökologische Fußabdruck ist hierbei auch wunderbar. Richtig. Wir wollen ja dem Planeten etwas Gutes tun. Lassen Sie es sich schmecken. Wenn Sie mehr möchten, dann können Sie diese Flaschen und auch größere Flaschen natürlich bei uns käuflich erwerben in unseren Shops. Okay. Haben Sie bereits einen Parkplan? Sie haben den bereits, wunderbar. Haben Sie vielleicht Interesse an etwas antikeren Sachen? Ja, ich sehe das schon. Passen Sie auf, für unsere Sammlerfreunde besitzen wir hier ein paar, ich würde schon sagen, Schmuckstücke. Ja, doch, wirklich. Gucken Sie mal hier. Alte Parkpläne des Parks.
Ich glaube, ich zeige sie Ihnen die mal einzeln. Wir haben hier einmal 2010 die Gesamtübersicht über Deutschlands größten Freizeitpark, dem Europapark. Natürlich. Hier haben Sie natürlich dann alle Informationen, wie sie damals eben der Fall waren. Und wenn Sie möchten, können Sie ja vielleicht mal einen Vergleich machen, denn hier haben wir dann die Shops und die Restaurants. Ist es ja für Sie ganz spannend, einfach mal zu prüfen, was ist noch da und was ist nicht mehr da, 11 Jahre danach. Genau, das ist super, oder? Ich finde das klasse. Aber wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr. Klar. Wir haben hier auch noch den aus dem Jahre 2013. Da hat sich natürlich schon einiges verändert. Auch hier bieten wir dann die Informationen. Die so benötigt an. Auch was Logos angeht. Aber natürlich auch vieles mehr rund um Hotels und hier auch schon mit unserer Europapark-App. Da werde ich Sie gleich nochmal drauf ansprechen. Ja, wir können natürlich theoretisch mal einen Blick reinwerfen. Das ist aber nicht so spannend. Also, wir haben natürlich Teil die ganzen Sachen stehen und im unteren Teil dann den Park. Ja. Jetzt haben Sie mich natürlich in eine Zwangslage gebracht, das sage ich Ihnen auch, das Ganze hier wieder zusammenzubekommen. Ich habe es aber geschafft. Richtig. Also den Plan haben wir auch noch. Ich habe natürlich noch einen. Und zwar ist das ein ganz besonderer. Denn das ist unser Geburtstagsjahr gewesen. Das 40-jährige Jubiläum des Europaparks. 2015, genau. Und hier ist natürlich alles nochmal etwas größer drin. Also hier haben Sie dann einzelne Erklärungen nochmal. Hier haben Sie Infos zu den einzelnen Sachen. Das ist jetzt kein wirklicher Parkplan. Nein, das ist was anderes natürlich. Das sind so Informationen halt. Wir dann wirklich alles drin. Das war auch das Jahr, wo es dann darum ging, unsere kleinen Freunde hier einzuladen. Genau. Fantastisch, oder? Das sind die Sachen, die ich Ihnen anbieten kann und die würde ich Ihnen natürlich direkt geben. Und das natürlich in einer dafür anpassenden Tüte vom Europapark. Wie bitte, Ma'am? Ob Sie einen Becher haben können? Kein Problem, ein oder zwei. Einer reicht, alles klar.
Ein Moment. So ein Becher ist okay. Bitteschön. Gern geschehen, kein Thema. Viel Spaß im Park noch. Wo waren wir? Die Tüte, genau. Möchten Sie auch einen Becher haben? Bekommen Sie. Auch so einer ist okay. Das ist ein Pappbecher, wie Sie hören. Der hat dann noch innen so eine ganz leichte Schicht, die ist sehr, sehr ökologisch. Das sind Biobecher tatsächlich. Die weichen auch nicht so schnell ein. Sie eigentlich in einem unserer Hotels untergekommen? Ah. Okay. Ja, verstehe ich. Alles klar. Ja, sehr schön. So. Für Sie. Ich lege das mal so lange beiseite. Ich hätte noch zwei Sachen, mit die ich dann gerne mit Ihnen besprechen würde. Auf der einen Seite kann ich Ihnen nur empfehlen, sich die Europa-Park-App runterzuladen. Warum? Ist so offensichtlich, oder? Haben Sie bereits Erfahrungen mit der App? Nun, die wurde nochmal etwas general überholt. Wir haben natürlich jetzt eine Europa-Park-App und eine Rolantica-App. In Ihrem Fall macht dann jetzt die Europa-Park-App Sinn. Auf der einen Seite haben Sie einen digitalen Parkplan. Das bedeutet, sollte Ihr Papier mal kaputt gehen, weil Sie mit einer unserer Wasserbahnen gefahren sind, die Sie mal ein wenig, so ein klein bisschen nass gemacht haben. Oder Sie haben den einfach irgendwie blöd geknickt aus Versehen. Ihr Handy können Sie nicht so schnell knicken. Korrekt. Und dort finden Sie alles, was Sie suchen.
ob Attraktionen, Essen, irgendwelche Shops, Infostände, Toiletten, alles. Seite ein sehr, sehr tolles Feature unserer App. Die Wartezeiten. Ein leidiges Thema, ich gebe es zu. Wartezeiten und Freizeitparks. Es ist nicht so wunderschön, aber mit dieser App hier, damit können Sie immer unterwegs schauen. Silverstar gerade nur 10 Minuten Wartezeit. Schumm, da gehen wir hin. Blue Fire gerade 50 Minuten. Nee, das meiden wir jetzt erstmal. Und so können Sie das Maximum Erlebnis aus Ihrem Freizeitpark mitnehmen. Ganz genau. Das ist wunderbar, oder? Außerdem erhalten Sie dort auch Neuigkeiten, sollte es unerwarteterweise mal zu Komplikationen kommen. Und eine Bahn muss aufgrund von technischen Störungen vielleicht einfach mal für ein paar Stunden den Betrieb einstellen. So erhalten Sie hier direkt die Info auch darüber. Dabei ist das Handy sogar so clever zu sehen, wenn Sie im Park sind. Befinden Sie sich im Park und Sie haben es aktiviert, so erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung. Sollte Sie irgendetwas besonders interessieren, Sie haben dies eingestellt. Das bedeutet, fällt die Wartezeit bei Ihrer Lieblingsbahn unter ein Limit, was Sie einstellen, so können Sie dies als Push-Nachricht bekommen und Sie können sich direkt auf den Weg machen. Sie können das ganz individuell gestalten und haben somit volle Kontrolle über Ihren Parkbesuch bei uns. Sobald Sie dann aus dem Park draußen sind und das GPS damit nicht mehr hier hinpasst, wird auch die Push-Benachrichtigung deaktiviert, so lange, bis Sie eben wieder hier sind. Und Sie erhalten dann nicht regelmäßig, wenn Sie irgendwo sind, ob Arbeit, Studium, Schule, whatever, was Sie halt tun. Sie erhalten dann nicht immer eine Benachrichtigung, genau. Außer Sie arbeiten jetzt bei uns, das ist was anderes dann noch. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und unbedingt runterladen. Apropos, ich sehe Sie da die ganze Zeit mit dem Wasser und dem Becher. Soll ich Ihnen die mal in die Tasche tun, die beiden Sachen? Kein Problem, kommt her. Sollten Sie Interesse an irgendwelchen Souvenirs haben, beispielsweise an so einem kleinen Flugzeug. Dann besuchen Sie doch mal einen unserer zahlreichen Souvenirshops. Dort werden Sie alles finden, was es rund um den Europapark gibt. Ob coole Klamotten, schöne Souvenirs, Essen und Trinken oder irgendwelchen Fan-Merch einfach.
alles, was das Herz begehrt. Wie bitte? Ja, Ma'am. Zur Silver Star ist es ganz einfach. Sie drehen einfach um, gehen geradeaus, dann links und dann nochmal rechts und dann sehen Sie schon ein großes Gebäude. Okay. Viel Spaß. Nein, kein Problem. Gerne. Viel Spaß. So. Aber ich möchte auch Sie jetzt nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig unseren Park näher bringen und hoffe, Sie sind jetzt hyped auf einen Tag voller Adrenalin, Spaß und Glückseligkeit. Das habe ich gehofft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Haben Sie noch Fragen? Vergessen Sie Ihre Tasche nicht. Alles klar. Viel Spaß und wenn was sein sollte, einfach an einen Infostand.